Ja, und mir ist übrigens, wie ich heute hergefahren bin, habe ich mir schon gedacht, dass da. Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt in der ersten Reihe ein bisschen blöd anglotze, aber das hat einen Grund. Es ist, ich wollte jetzt bloß noch mal schauen, weil wir haben nämlich, das letzte Mal ist da in der ersten Reihe, sind Eltern gesessen und die haben ein kleines Kind dabei gehabt und dann wollte ich schauen, ob wieder jemand das Kind dabei hat, weil das ist, die haben eine dreijährige Tochter haben die dabei gehabt und ja, mein Gott, das ist halt so, wie es ist, dreijähriges Kind, das kann natürlich nicht die ganze Zeit still sitzen da vorne, nicht? Und naja, gut, was heißt nicht die ganze Zeit? Eigentlich keine einzige Sekunde. Das Kind wirklich, ich sag's Ihnen, die ist umeinander gewitzt, hat sie bei der Mutter auf dem Schoß geguckt, beim Vater auf die Schulter und dann wieder dazwischen und wieder runter. Mama, ich hab Durst, Mama, ich hab Hunger, Mama, wann sind wir endlich da? Mama, ich muss bieseln, ah, jetzt hab ich schon bieselt. Und ja, und ich habe mich dann eben ein bisschen mit den Eltern da vorne ein bisschen unterhalten und habe ihnen gesagt, dass bei unruhigen Kindern ein, zwei halbe Bier. Wirken Wunder, da ratzen die Kinder weg, wie nichts verstehst, und man hat seine Ruhe. Und ja, sagen die Eltern von dem Kind, das haben wir ja auch schon mal gemacht, aber Kinder gewöhnen sich so schnell an Alkohol, gell? Die sind bei einer Kleinen jetzt schon bei einem Kasten Bier und einer Flasche Doppelkorn pro Tag, gell? Und da haben sie gesagt, das ist ja nicht gut. Ist ja nicht gut, wenn das Kind jeden Tag so viel trinkt, das kostet ja einen Haufen Geld, nicht? Und dann habe ich gefragt, ja, Babysitter, haben Sie schon mal mit einem Babysitter probiert, gell? Und haben sie gesagt, ja, haben wir auch schon probiert, aber da waren zwei Kasten Bier weg. Und ich meine, es ist ein Problem. Sagen wir uns ehrlich, es ist ein Problem, gerade für junge Eltern, die selber gerne noch auf die Piste gehen, wie wir jungen, flippigen Menschen sagen. Und was macht man da? Was macht man in der Zeit mit den Kindern, wenn man unterwegs ist? Im Zweifelsfall mitnehmen, sagen sie viele junge Eltern. Ich war nämlich, habe ich mal beobachtet, vor vielen, vielen Jahren, schon wirklich schon ewig her, war ich auf einem Konzert der lautesten Band der Welt. Bei Motorhead war ich auf einem Konzert. Wobei Konzert für so ein Ereignis ein seltsamer Name ist. Aber gut, wurscht. Jedenfalls war da auch noch ein junges Paar. Und die haben scheinbar keinen Babysitter gefunden und deswegen haben sie einen Kinderwagen dabei gehabt und sind in der ersten Reihe gestanden. Und damals hat es ja noch dieses Stage-Diving gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie Stage-Diving kennen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das heute noch bei Konzerten gemacht wird. Also wer es nicht kennt, Stage-Diving geht so. Einer der Musiker nimmt auf der Bühne Anlauf und hechtet ins Publikum und die fangen dann halt auf, wenn er Glück hat. Und also bei Rockkonzerten gibt es sowas. Bei Klassikkonzerten, glaube ich, hat es nie gegeben, oder? Das hat sie irgendwie nicht durchgesetzt. Also ich wüsste jedenfalls nicht, dass da mal die Ann-Sophie-Mutter mit ihrer Stradivari Anlauf genommen hätte und Kopf über den alten Säcken in der ersten Reihe in die Fresse gesprungen war. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber bei Rockkonzerten gibt es sowas. Und auf einmal, wo ich da in dem Konzert war, Motorhead, der Bassist von Motorhead, Lemmy heißt der, nimmt Anlauf, hechtet von der Bühne und pardaut's genau in den Kinderwagen rein. Und alle haben geschrien, um Gottes Willen, oh je, furchtbar, Notarzt. Aber Gott sei Dank, es ist alles gut gegangen, dem Lemmy ist gar nichts passiert. Und nein, man muss halt einfach einmal Glück haben im Leben. Wie komme ich da jetzt drauf? Ich weiß es nicht. Christoph, spielst du doch einmal ein Lied, zu dem man richtig gut stage-diven kann.